Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war Einkaufen. Hier liegen wieder vier Sachen bereit, ist noch nicht alles, da kommt noch ein bisschen was. Das ist jetzt erst gekommen, das ist vom vorigen Monat noch, wo ich Odin war Shoppen gemacht habe, also beziehungsweise Odin war Einkaufen. Das kam jetzt erst. Aus Japan. Japan, genau, hier steht es nämlich, Japan. Okubo. Okubo. Asia. Hyoga. Hyoga, keine Ahnung. Kann ich nicht lesen. Das habe ich mir geholt, weil der Robert sich das geholt hat. Erstmal Grüße an Robert. Von hier. Und Robert hat gesagt, zu dem Preis kann man mit, muss man mitnehmen. Und die soll wohl sehr gut sein. Lass mich da echt mal überraschen. Ich weiß ja nicht, was ich bezahlt habe. 4 Euro. Noch was. Dai Dai Co. Limited. Ah, hier steht auch Skype-ID drin und hast nicht gesehen. Okay, haben wir. Und das ist die Puffwatte. Das ist, ja... Hier ist jetzt nochmal außen so ein Paket, also so eine Folie drum, und innen drin ist hier Watte. Nehmen wir mal eins raus hier. Wo nehmen wir denn hier am besten raus? Ja, die ist jetzt ein bisschen durch den Transport gestaucht. Boah, die ist aber, die kann da nicht mehr, die müssen mehrere sein. So. Das ist diese Watte. Na, ich bin mal gespannt, wie viel ich davon brauche und ob ich da denn auch, ich muss mich da erstmal genau angucken, wie die Watte ist, ob ich da auch wieder so eine Oberschicht wegmachen muss, die so ein bisschen dicker ist. Bei den alten Pads, da habe ich immer so eine dickere Schicht mit bei gehabt, die habe ich dann abgezogen. Na komm, jetzt muss ich das nur noch hier vernünftig wieder zukriegen und dann, die kann man wohl zum Abschminken benutzen angeblich. Dafür habe ich es aber nicht gekauft, da steht es drauf, da. Ah, dafür habe ich es ja nicht gekauft. So, dann machen wir das nächste Kleine auf hier, das ist dieses. Gucken, was da drin ist, da bin ich jetzt gespannt, weil sowas habe ich gar nicht bestellt. Ach, alles klar. 25 Euro Gutschein, leichte Kost. Okay. Ich habe mir Ersatzschläuche für meinen Vollautomaten geholt, weil meine Katze, eine von meinen Katzen, die Ersatzschläuche, also den Schlauch, den ich hatte, angefressen hat. Und hier habe ich jetzt vier Ersatzschläuche, die werde ich auch, damit die nicht wegkommen, in dieser Verpackung lassen und in meinen Kaffeeschrank machen. Ich habe einen Kaffeeschrank. Da ist alles drin, was ich brauche. Also die Kaffeebohnen sind da drin, das Reinigungsputzzeug ist da drin für den Automaten. Karamellzeug ist drin, also ja, dass ich halt mein Latte Macchiato Karamell machen kann. Ja. So, dann haben wir hier noch was Großes. Aber das ganz Große machen wir dann zum Schluss, würde ich sagen. Da fehlt aber noch einiges. Also ich werde in den nächsten Tagen noch mal ein Video machen, weil da fehlt noch einiges. Ein schwarzer Karton. Was ist das? Ein Karton. Ach, das ist die neue Box, die ich mir bestellt habe. Das ist eine Bluetooth-Box für unterwegs und so. Die hat nämlich jetzt den Vorteil im Gegensatz zu der anderen, die ich habe, dass man hier auch sein Gerät extern laden kann. So, seht ihr das? Da. Nee, das ist der nicht. Das ist der nur zum Laden. War denn der, auf der Beschreibung stand doch irgendwo, dass man auch laden kann. Habe ich mich da verguckt? Aber die hat mir vom Styling so gefallen. Und hier ist dann halt auch Leder dran und so. Muss ich mir mal ankicken, Alter. So. Gut.
Selbst wenn ihr das nicht als externen Akku nutzen könnt oder ich das nicht nutzen kann, braucht ihr sowieso eine neue, die ein bisschen cooler aussieht. Und da habe ich mir jetzt die geholt. Ich werde natürlich alles verlinken. Hier seht ihr das Logo und da steht G1. Werde ich euch auch alles unten drunter verlinken. Oh, jetzt kommt hier wieder was Schweres. Ein bisschen zusammenräumen hier. Da habe ich eine Ahnung, was da drin ist. Mal gucken, mal überraschen lassen. Ob es auch das ist, was ich denke, dass es das ist, kann ja auch was ganz anderes sein. Ne, it is it. Und noch was ist mit drin. Keine Ahnung, was das ist. Wird mein Gürtel vielleicht sein. Und, ja, das ist so, ja, nee, das ist nicht meins. Das ist nicht mal meins. Doch, eins davon ist meins. Drachenfrucht-Litschi. Seht ihr das? Drachenfrucht-Litschi. Das ist meins. Und dann haben wir einmal hier noch Kirsche. Das habe ich für meine Mama bestellt. Die will das jetzt auch mal kosten. Und dann müsste jetzt noch kommen, das ist jetzt Drachenfrucht. Dann kommt jetzt noch Kaktusfeige Litschi nochmal mit, weil das ist fast alle. Drachenfrucht ist noch ordentlich was da, aber ich habe es lieber auf Reserve da, weil die trinken wir alle gerne. Drachenfrucht Litschi kommt noch und für meine Mutti kommt noch Himbeere. Nee, Blaubeere. Blaubeere habe ich bestellt für sie. Und dann ist hier noch ein Karton drin. Jep, das ist mein neuer Gürtel. Der ist braun, ich habe einen schwarzen bestellt. Da haut was nicht hin. Ich habe einen schwarzen bestellt, kriegen braun. Naja, okay. Soll ja sowieso nur als Ersatzgürtel sein. Mal gucken, ob er rumpasst. Von der Maße. Und der passt da auch nicht wirklich. Der ist zu klein. Ich habe da einen schwarzen bestellt. Da muss ich nochmal gucken. Und vor allen Dingen, warum der zu klein ist. Also da muss ich wahrscheinlich dann nochmal... Ja. Bundweite 100. Ich habe 115 bestellt. Also da haut was nicht hin. Der muss zurück. Da muss Amazon mir den passenden Artikel noch zuschicken. So. Na komm, geh zu. So, und was steht hier vorne drauf? Hier steht, ja, hier, seht das? Länge 110. Habe ich bestellt. Steht auch auf der Verpackung drauf. Und da kriege ich 100. Ja. Okay, das war doch soweit, Leute. Ich war bei mal shoppen. Das ist der erste Schwung, jetzt kommt noch die Tage, kommt noch der nächste Schwung. Ein T-Shirt habe ich auch bestellt, ich habe ein neues T-Shirt bestellt. Da konnte ich nicht widerstehen, da musste ich zuschlagen, weil das so geil aussah. Da wird es in den nächsten Tagen noch ein Video zu geben. Ich warte jetzt erstmal ab, bis jetzt alles morgen, übermorgen kommt. Morgen bin ich ja sowieso die ganze Zeit nicht da, da bin ich beim Tätowierer. Da kommt dann wieder ein schönes Tattoo-Video. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Ahoi, sagt euer Odin.